Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei 2-2 Angriff der Goblins. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge so oft gefressen wurden und jetzt auch noch halb verdaute Dinger kommen, die uns da mit Sicheln bewerfen, ihr seid wirklich anstrengend, wisst ihr das? So. Können wir jetzt hier durch oder nicht? Ich würde gerne da durch. Wenn es recht ist. Scheinbar komme ich da nicht durch. Jetzt das Säure-Ding wieder aufschlagen, dass die Säure da entlang laufen kann. Nö, scheinbar nicht. Oder habe ich hier einen von denen übersehen? Nö. Der Hebel ist umgelegt. Die müsste eigentlich jetzt da durchkommen. Aber irgendwie komme ich da nicht durch. Ist da was verbuggt? Oder muss ich irgendwie mit der Säure rumhantieren? Aua. Oder müssen alle drei leben? Das finden wir gleich heraus. Nein. Komm. So, unsere Diebin ist wieder wohl auf. Und ich kann wieder dorthin zurück und mal gucken, wie ich da jetzt durchkomme. Kann doch nicht sein, dass das jetzt da verbuggt ist. Zieht eure Tentakeln ein, ich habe keine Lust gefressen zu werden. Oh. Säure finde ich nicht so gut. Das ist wie, als ob da eine unsichtbare Mauer ist. Ich glaube, da ist was verpackt. Hm. Checkpoint zurückkehren, bringt das was? Wahrscheinlich eher nicht. So, euch konnte ich ausschalten. Immer mit der Säure auf sich hat. Ich komme hier irgendwie nicht rein. Hm. Und ich habe keine Ahnung warum. So verteile ich nur die Säure. Ich kann auch an dem Hebel nichts mehr machen. Tja, dann würde ich sagen, jetzt hier erst einmal einen Cut. Und ich guck mal, wie ich hier weiterkomme.
Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe noch mal bis zu dieser Stelle gespielt. Und jetzt können wir auch endlich hier durch. Also war es wirklich etwas verbuggt. Und ja. Habt ihr bemerkt, dass wir uns bewegen? Der Wurm ist auf dem Weg irgendwo hin. Ja. Das hilft uns jetzt wie weit? Das Fackeln? Hörst du auf? Ah, okay. Kann ich dir so Licht einhauchen? Ja, kann ich. Ein bodenloses Loch. Und hier dürften wir auch noch hochkommen. Nein, wir stürzen eher ab. Okay, aber ich habe ein Level-Up. Das heißt, es wird Zeit für die Metallmagnetisierung. So. Das heißt, jetzt können wir die Dinger magnetisieren. So. Kann ich auch andere Sachen magnetisieren? Bis jetzt nicht. Kann ich dich einfach so weit anheben, dass ich da hochkomme? Nein. Ich kann aber mit dir einen Schwerkraftschuss machen. Dann einfach da hochspringen, ja. Und zurück. So, hier ist einigermaßen hell. So, jetzt wird es hier noch heller werden. Badoink. Na, da wollte ich dich nicht unbedingt hin haben, wollte ich ja dahin haben, genau. Das bringt mir jetzt auch gerade viel, wenn du da bist. Na. Kriege ich das hier noch hin? Ich hoffe ja mal. Okay. Nicht ganz so wie geplant, aber es hat geklappt. Oh, sind wir wieder hier an so einem Ort. Oh, das ist ein mieser Ort. So, du kommst mal da runter. Nein, hüpfen war falsch. Du einfach da runter. So. Jetzt aber. Aua. Das war jetzt nicht so wie geplant. Das allgemeine der Folge ist nicht so wie geplant. Beziehungsweise im gesamten Let's Play eigentlich. Also mit gemeinen Rätseln waren die Entwickler in dem Teil richtig kreativ. So. Durch. Schwerkraftpfeil.
so. Wie der auch keine Säure mehr spucken kann, während er in der Schwerkraftblase gefangen ist. Okay, die Teile des Wurms bewegen sich. Was machst du, Sister? Ach, du machst so seine Treppe. Freundlich. So. Hier rüber wollen wir bitte. Aber jetzt noch mal die Treppe. Danke. Und schneller eine Treppe. So. Hier hoch will ich bitte. Ohne hier abzuschmieren. Und das da holen. So. Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Oh, sie strahlte aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Angesichts der Gefahr, diese stachelige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige eiserne Jungfrau. Sie haben Themen. Ja, und hier haben wir... Nervenenden, würde ich mal sagen. Sobald wir etwas hier reinpfeffern, geht hier alles zusammen. Den kann ich doch magnetisieren. Bringt dir das was? Kann ich nicht jetzt an einem magnetisiert? Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte magnetisieren und jetzt... Nein, daran festhalten geht nicht. Der Doppelmagnetismus geht auch nicht. Was bringt die Metallmagnetisierung, bitteschön? Okay. Neuer Plan. Ihr geht zusammen. Brauchen wir eigentlich gar nicht so zu machen. Dort ist ja so ein Ding, an dem wir uns schwingen können. Na, das hat fast geklappt. Na, das hat auch fast geklappt. Jetzt probieren wir doch mal was mit der Magnetisierung. So, wenn ich dich magnetisiere, kann ich dann da unten was dran schaffen? Ja, kann ich. Muss ich dich nur noch ordentlich hindrehen. So. So. Jetzt nur noch ordentlich schwingen. Und dadurch. Jawohl. Hier ist es dunkel, das mag ich irgendwie nicht. Hier ist es wieder hell. Ach, und hier kommen keine Würmer. Hm. Und die Erfahrung, da habe ich wohl verpasst. Toll. Ja, instant tot. Das hier ist kein netter Ort. Noch kein Ort, an dem ich wieder rauskomme.
Kann ich auf den drauf rumspringen? Tatsache, kann ich. Das war auch nicht gerade das Sicherste. Aber bevor ich das mache, gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich.